Über die Arbeitsliebe der Apostel. Wir haben bei niemand unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. 2. Thessalonicher 3,8. Erst erfülle selbst, dann lehre. Alle Apostel und Heiligen Gottes folgten dieser Regel. So erklärt auch der Apostel Paulus, bevor er das Gebot erlässt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, dass er und seine Mitarbeiter im Werk der Verkündigung des Evangeliums ihr Brot nicht umsonst essen, sondern es sich durch ihre Arbeit und Mühe verdienen. Tag und Nacht haben wir gearbeitet. Seht, das ist das Zeichen eines echten Arbeiters. Seht diese Honigsammler Christi. Wenn du Tag und Nacht arbeitest, wo bleibt da Zeit für die Sünde? Wenn du Tag und Nacht arbeitest, wo ist Raum für das Laster? Wenn du Tag und Nacht arbeitest, wo kann der Teufel sein Nest für die Leidenschaften bauen? Wo kann er Ärgernisse verursachen? In manchen der Klöster in Ägypten und Palästina lebten um die 10.000 Mönche. Sie lebten alle von ihrer Hände Arbeit, vom Flechten, von Bienenstöcken, Taschen, Matten und anderen Handarbeiten. Arbeit Tag und Nacht und Gebet Tag und Nacht. Wenn ein Mönch in der Stadt Bienenstöcke für einen höheren Preis verkaufte, als der Abt angegeben hatte, wurde er dafür bestraft. Denn für die Asketen war das kein Mittel zur Bereicherung, sondern zur Beschaffung der notwendigsten Nahrungsmittel und der einfachsten Kleidungsstücke. In dieser Hinsicht waren und sind die Asketen echte Nachfolger der großen Apostel. O meine Brüder, lasst uns vor der Faulheit fliehen, wie vor einer Grube mit wilden Tieren gefüllt. Und wenn wir eine Zeit lang in dieser Grube voller wilder Tiere gefallen sind, lasst uns schnell daraus entfliehen, bevor sie den Ausweg gänzlich verstellen. Diese Grube ist das Haus, in dem ein müßiger Mensch ruht. Und die Tiere sind die bösen Geister, die sich in einem solchen Haus noch heimischer fühlen als in der Nähe ihres Königs im Hades. O Herr, der du wundervoll bist in allen Werken deiner Schöpfung, erwecke uns aus der Trägheit und ermutige uns zur Arbeit bei Tag und bei Nacht durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.